Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Partie Let's Play Titanfall hier auf der wunderschönen Map Fracture, einer von zwei Multiplayer Maps, die in der Beta enthalten sind, die derzeit läuft und schon sehr sehr viele Mitspieler gefordert hat und auch sehr beliebt ist, muss man sagen. Wir wollten ja gestern schon eine Session aufnehmen, der gute Sascha, also der Taros, der Tobi und ich, allerdings waren die Origin Server wirklich im Arsch. Und wow, Moment. Grenade. Boah. Da waren sehr, sehr viele Grunts. Ah, ich wollte nur unseren Kumpan helfen. Und was ich bei Titanfall richtig krass finde, ist eben, dass es immer hier so Momente gibt, wo man die Grunts trifft, die dann einfach mal auf andere Mitstreiter schießen und so weiter. Das finde ich echt krass gemacht und die auf Gefahr gefesselt nehmen und so weiter. Also sehr, sehr cool. Und ab und zu merkt man schon, dass ich hier ein paar FPS-Drops habe. Das liegt an meiner Festplatte. Die ist nicht mehr die schnellste. Aber bald kommt Gott sei Dank ein neuer PC und dann sieht das alles ein bisschen anders aus. Also ich bitte euch da ein wenig Nachsicht zu haben. Was war das denn? Okay. Und ja, wie gesagt, wir wollten aufnehmen, allerdings gab es schon Probleme und das Spiel hat uns einmal in den Wahnsinn getrieben. Es war keine Server verfügbar und so weiter und so fort. Aber jetzt geht's ja wieder und in der nächsten Folge, die dann übermorgen erscheint, ist dann der gute Taros und auch der Tobi dabei. Nachladen. Hallo? So. Bis jetzt haben wir, glaube ich, nur einen Piloten gekillt, sonst nur Grunts bisher. Und wer sich wundert, warum es hier so viele KI-Soldaten gibt, die Anzahl der Mitstreiter hier auf dem Server ist nicht, generell sind auf dem Server nicht so hoch. Und deswegen, Moment. Deswegen ist es so, dass man hier noch KI-Soldaten dann auf das Schlachtfeld platziert hat, einfach damit es nicht zu sehr, zu leer aussieht. Boah. Das war ein Pilot, okay. Das seht ihr mal, wenn da unten der Nickname orange auftaucht. Also gerade ist... Oh. Oh! Habe ich nicht getroffen. Natürlich vorsichtig sein, denn er will uns natürlich jetzt eliminieren, die Sau. Ha? Er lebt noch. Oh nee, wir haben den. Okay, wir haben anscheinend. Huch! Oh, bumst doch die Kotelettwand an. Hat? Ja, schieß! Schieß! Ja! Ah, er lebt noch, er lebt noch. Schnell! Oh, nee. Fuck. Nicht unsere Punkte. Schnell! Na, Gnadenschuss, Gnadenschuss! Nee, noch nicht, noch nicht. Oh, 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 oh. Ah, wir haben nur Assist Points bekommen. Schade. Oh, was ist denn hier? Freundchen. Geht gerade gut. Ab hier. Nachladen. Müssen nur hoffen, dass wir hier oben keinen Besuch kriegen. Ja, voller Camper gerade hier. Aber ich kann jetzt gerade auch nicht raus. Na doch, jetzt. Nachladen. Oh!
Yeah! Nachladen. Oh! Nein! Boah! Das war krass. Ich dachte, der holt uns. Wir haben zwar unseren Titan, aber ich spawn ihn jetzt noch. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Oh, ich dachte, er sieht mich nicht. So, jetzt. Jetzt geht's los. Na komm. Hat er Angst. Ah! Bevor ich hier drauf gehe, ich springe noch raus. Ah, ne. Oh, Alter. Alter, ich bin einfach gegen den geklatscht. Habt ihr gesehen? Einfach so Blatt wie die Flunder. Ja, sind die Grunts auch schon am Campen, die Schweine. So, ah, wir haben noch einen Piloten erwischt, sehr gut. Oh, nice. Mach hier hoch wieder. Eine doofe Frage. Ah. Bin ich hier um? Okay, das war die Titanfall-Runde. Natürlich hängen wir da jetzt noch eine Partie dran. Wir haben, was? 0 Titans zerstört, aber 4 Piloten gekillt. Und 27 Grunts, glaube ich. Wir sind 3-mal gestorben. Naja, das geht besser. Das geht auf jeden Fall besser in der nächsten Runde hier. Das sind Erfahrungspunkte. Oh. Ist aber schon ein ganzer Batzen hier. Fast Level 8. Nach und nach schalte ich auch auf jeden Fall neue Sachen frei. Hier nochmal die Top Challenges. Boah, da haben wir aber ordentlich... Krass. 4 Challenges mal eben absolviert. Das macht mich doch glücklich. If it moves, flies, water, water, Top Gun und natürlich 6 Expendables. Muss mir 25 Grunts mit der R101C töten, 50 Gegner mit der R101C sowie einen Piloten werden an der Wand hängt. Wuh, was? Schwott? Können wir eigentlich die Playerliste hier sehen? Nee. Jetzt muss man natürlich wieder die 75 Sekunden warten. Und wie gesagt, Titanfall kommt bei mir auf dem Kanal alle 2 Tage. Ist natürlich jetzt erstmal die Beta-Phase. Machen wir erstmal eine begrenzte Anzahl von Folgen. Ich glaube 5. Und wenn das Spiel dann rauskommt, geht es dann weiter. Ist ja bald. Am 13. März ist es ja soweit. Und wie gesagt, in Kürze ist also Tobi und der Taros nochmal für eine kleine Session dabei. Und dann haben wir die Beta mal ein bisschen gezockt und können uns dann auf das Hauptspiel freuen. Ja, es gab ja gestern Abend schon Serverprobleme. Da konnte man nicht spielen. Aber im Grunde, also... Im Gegensatz zu Battlefield laufen die Server auf jeden Fall hier sehr stabil, wie ich finde. Und man kann hier wirklich einfach nur in den Genuss kommen dieses Shooters von Respawn Entertainment und EA. Und müssen jetzt noch diese halbe Minute warten. Ja, mach ich einfach mal einen Cut. Bis gleich. Angel City ist natürlich die nächste Map, die wir zocken. Die haben wir natürlich auch schon gezockt. Es gibt in der Beta, wie gesagt, 2 Maps. Und jetzt ist es Angel City Attraction Mode. Und wir zocken diesmal, sind wir diesmal wieder ein Anhänger des Militärs oder? Ah doch, diesmal gehören wir zum Militär. Und raus hier. Wuhu! Ei, ei. Ei, ei vom Porten. Ich mag das Spiel. Muss ich nochmal sagen. Ich denke mal, also jetzt schon in der Beta macht sehr, sehr viel Fun. Ich freue mich sehr auf die finale Version. Ganz klar.
Geht schon gut los hier. Oh, oh, boah. Wie viele hier sind. Ah, ein Spieler hat uns erwischt. Aber wir haben immerhin auch einen Piloten schon gekillt. Und Nummer 2. Ah, ne, wir haben nur Assist Points bekommen. 2 Minutes. Soll ich meinen Kumpel töten hier, du Arsch? Muss auf jeden Fall die nächste Session noch meine eigene Klasse hier formen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nochmal. Oh. Also Titanfall ist auf jeden Fall so eine Mischung aus Mirror's Edge und Call of Duty und ich weiß nicht. Ah! Na, wir haben nur wieder Assist Points bekommen. Ah, ich habe F gedrückt. Ich bin F gewöhnt von den ganzen anderen Shootern. Dass man da Messer hat, ist ja aber gar nicht so. Hier ist es auf C. Also Nahkampf auf C. So, hier sind die ersten Titans unterwegs. Muss natürlich aufpassen, dass hier uns keiner von unseren eigenen Jungs umtritt. Was sehe ich denn hier? Nein! Oh. Popelpunkte kriegt man ja hier dafür. Ah, oh, nein! Passiert. Nein! Boah, die KI ist aber ein bisschen bekloppt, oder? Also, die waren jetzt zu zweit. Und ich konnte in Ruhe noch nach... Oh! Konnte in Ruhe noch nachladen. Hier war wieder so ein Quicktime-Event, wie ich ja erzählt hatte. Kann natürlich auch Waffen aufheben. Ist ganz klar. Aber das machen wir jetzt natürlich hier nicht. Nee, nee. Run! Ich hab da gerade... Hab ich ihn in den Arsch gerettet? Boah, yo! Krass. Aber gerne doch. Das meine ich. Ey, diese Quicktime-Events hier. Sehr, sehr geil. Diese, wow, wäre geil, wenn man die jetzt aufheben könnte, wa? Aua. Ich werde natürlich gerne nochmal den Titan spielen, aber jetzt muss ich erstmal hier ein paar Punkte machen. Ein paar Verzögerungen im Bild habe ich hier gerade, wie man sieht, aber... Ne, ihr kennt das ja. Ich habe schon mehrmals die Vermutung gehabt, das könnte vielleicht an meinem Monitor liegen. Hier kann man sich übrigens den unsichtbaren Modus aktivieren. Oh. Na komm. Ah, noch komm, 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 komm. Wir holen uns den. Ah, jetzt abgewehrt, er hat's abgewehrt. Wow, geil. Hat er mich überrascht. Sehr clever. Ah, ich wollte ja eigentlich mit dem Titan... Egal. Gleich. Nein! Yes! Level 8. Natürlich auch hier hochjumpen. Oder auch nicht. Muss man nur können. Vier Piloten haben wir umgemetzelt. Boah. Sind wir aber irgendwo reingekommen, da hat's geknallt. Naja, klar. Mein Fehler. Bam.
Na komm, du Sau. Gibt keine Flucht. Zumindest nicht für dich. Ja, da kann ich leider nicht hoch. Mit dem Titan springen ist nicht so. Er hat's versucht. Ist mir zu ruhig gerade hier. Die ist doch. Nein! Schnell! Boah. Alright, we got what we came for. Awesome work, team. Mission accomplished. Beat the IMC, but the battle's not over. Intercept any stragglers before they get away. Na komm! Impressive streak. Gar nicht mal so übel jetzt hier. Einer von unseren Titans. Wow, sag doch Bescheid. Kann man hier auch durch? Ja klar. Ah, ja, nachladen, komm. Wir zerstören die Sau gemeinsam. Schnell! Ja! Ah, die haben es geschafft, die Schweine. Oh, Ende die Runde. Ah, guck mal, ich habe 2 Titans zerstört und 6 Pilotenkills gemacht. Immerhin, und bin 4-mal gestorben, 48 Punkte insgesamt. Ja, das war eine neue Runde Titanfall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und hier gibt es natürlich jetzt zum Anschluss nochmal die wunderschönen Erfahrungspunkte. 4310. Level 8. Top Challenges. Oh, cool. Wir haben einen Boost für Rennen und Energie bekommen. Yeah! Also, bis zur nächsten Folge von Let's Play Titanfall. Viel Spaß euch noch.